Ja, hallo ihr Lieben, ich melde mich wieder aus dem Podcast Die Schau Christi in der Natur ausdehnen. Ich freue mich jetzt hier zu sein mit dir, während du mir vielleicht zuhörst. Heute geht es nochmal um dieses Thema Wehrlosigkeit bzw. Unverletzlichkeit oder auch Harmlosigkeit. Und hilfreich, wahrhaft hilfreich zu sein. Das war heute so in unserem Kurs, in unserem Seminar, der Heilige Geist und seine Führung, Thema. Ja, wir haben ja jetzt ein neues Unterkapitel begonnen. Und da, beziehungsweise wir waren in den letzten, wo waren wir denn jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Das macht aber nichts. Auf jeden Fall, diese Themen sind äußerst wichtig und die Übung für den heutigen Tag ist nochmal, sich eine halbe Stunde zu besinnen. Was bedeutet für mich das Thema Wehrlosigkeit und in welcher Situation im Leben stehe ich gerade und wo ist es für mich gerade jetzt wichtig, tiefer zu verstehen, wie ich diese Wehrlosigkeit durch die innere Führung, durch den Heiligen Geist jetzt durch mich praktizieren lasse. Also wo fühle ich mich jetzt gerade im Leben vielleicht bedroht? Oder ist es vielleicht gerade so, dass ich in meinem Leben überhaupt keine Bedrohung wahrnehme? Sehe ich, dass alles gerade im Frieden ist? Und brauche ich mich gerade überhaupt nicht irgendjemanden zur Wehr zu setzen oder eine Verteidigung hochzufahren, weder im Geist noch im Körper noch durch irgendeine Bewegung im Körper oder durch irgendeinen Gedanken, den ich denke. Wie denke ich gerade über meine Brüder, über meine Schwestern, über meine Arbeitskollegen, über meinen Geliebten, über meine Geliebte, über meine Freunde, über meine Freundinnen und so weiter. Wie ist es mit den Menschen, die in meinem Leben gerade so um mich sind, mit mir gehen? Ist es wirklich so, dass ich überall den Frieden Gottes sehe? Oder ist da immer noch Abwehr, immer noch Wehren, immer noch nicht annehmen, immer noch ich will es anders haben, ist da immer noch, ich will, dass der oder die sich anders verhalten, mir gegenüber. Ist da noch was, was ich dem Heiligen Geist übergeben kann? Sind da noch Reste, sogenannte Reste? In der Form wollen wir uns heute mit dieser Übung beschäftigen. Einmal, dass wir uns da geistig mit verbinden, also dass wir darüber nachsinnen oder auch und auch meditieren, uns im Geist was zeigen lassen. Und während wir dann den Tag so durchwandern, also mit dem unter der Führung des Heiligen Geistes so durch den Tag hindurchgehen, da werden wir ja geführt, werden zu der richtigen Person oder zu dem richtigen Umfeld geführt. Man können uns da auch nochmal anschauen und können genau da nochmal entdecken, okay, bin ich jetzt wirklich in der Wehrlosigkeit oder fahre ich eine Abwehr hoch? Habe ich Angst? Glaube ich, da kann ich angegriffen werden? Glaube ich, da kann mein Platz eingenommen werden? Ich werde auf die Seite gedrückt. Nimmt jemand mehr Platz ein als ich? Oder irgend sowas. Also fühl dich da genau ein und höre selbst dir zu, was du da gerade zu sagen hast im Geist oder was du gerade auch zu deinem Bruder sagst, was da passiert. Und sei jetzt an dieser Stelle mal ganz ehrlich zu dir. Ich halte auch währenddessen meinen eigenen Finger auf meine eigene Nase und mache das natürlich hier ganz mit. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag in der Schau Christi und alles Gute, gutes Gelingen unter der Führung des Heiligen Geistes gelingt es ja immer.
Ciao.